Fakten, 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 alles Wissen nicht raten, wie ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss, und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meine Welt durchs Internet. Oh, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen. Ich dachte, du wärst meine Freundin. Na, aber was hat das mit Nadine zu tun? Das kannst du nicht machen. Er ist doch einer von uns. Einer von uns gibt sich aber nicht mit den Internatsfeinden statt. Mach das Ding aus. Hey, das darf ja wohl nicht wahr sein. Du musst dich entscheiden, Iris. Entweder das Pony oder der Araber. Jetzt ist Schluss, das schreit nach Rache. Ingo! Wann hast du eigentlich Geburtstag, Nadine? Wieso, willst du mir was schenken? Nö, ich will nur wissen, welches Sternzeichen du bist. Interessante Frage. Die Sterne lügen bekanntlich nicht. 2.6.1985. Zwilling also. Na, dann will ich doch mal meinen schlauen Rechner fragen. Glaubst du etwa an sowas? Ein bisschen. Hat dir Katharina wieder erlaubt, mit mir zu sprechen, oder bist du neuerdings so mutig? Na, Mädels, was liegt an heute? Soweit ich informiert bin, sollen heute die Kandidaten zur Klassensprecherwahl aufgestellt werden. Hochinteressant. Aber erstens habe ich Mädels gesagt und zweitens dürfte dieses Kapitel noch eine Formsache sein. Du willst deinen Dauerauftrag wieder verlängern? Was dagegen? Vielleicht kandidieren die beiden als Duo gegen dich. Dann wird eng mit der Wiederwahl. Was haltet ihr davon, wenn wir heute Nachmittag mal wieder eine kleine Mondschau machen? Mein Vater hat mir ein paar neue Klamotten aus England geschickt. Ich bin dabei. Hast du auch Lust, Nadine? Hey, ich hab dich was gefragt, Nadine. Was grinst du denn so blöd? Du, es soll auch Leute geben, die nicht auf deine Fernbedienung reagieren. Idiot. Oliver, warte mal. Was gibt's denn, Mama? Ich muss los. Du hast dein Frühstück vergessen. Danke, Mama. Sag mal, was hast denn du da? Nichts. Sowas kommt doch nicht von alleine. Weiß nicht. Hast du dich gestoßen? Ich muss los. Oder hast du dich geprügelt? Mama. Du hast dich geprügelt mit wem? Mit den Jungs aus dem Dorf? Ich muss los, Mama. Und nicht bevor ich eine Antwort habe. Das ist beim Sportunterricht passiert. Wirklich? Klar, ich könnte dich doch nicht belügen. Ja, das weiß ich. Oliver, ist sonst alles in Ordnung? Außer, dass ich auf dieses blöde Internat gehen muss, ist alles in Ordnung. Ich meine, gibt's irgendwas, was ich wissen sollte? Mama, ich muss jetzt wirklich los, sonst komme ich wieder zu spät. Mach's gut. Tschüss. Ingo, hast du gehört, was ich eben gesagt habe? Ja, ja, sicher. Tust ja gerade so, als würden wir die ganzen Schweinebacken am Dorfteich versenken. Keine Sorge, aber dafür müssen die Brüder bezahlen und nicht zu knapp. Ingo. Du kannst dich auf uns verlassen, die Aktion ziehen wir total sauber durch. Wolf meint, wenn wir jetzt nicht klare Kante machen, können wir uns bald gegenseitig Begleitschutz geben. Schwachsinn. Was ist denn jetzt kaputt? Ist ja toll, dass ihr alle zu mir haltet. Halt, halt. Dann findest du plötzlich auch toll, dass sich 10 von diesen Edelpfeifen gleichzeitig durch die Mangel gedreht haben. Es waren nicht 10. Daneben 8 oder 7. Ist doch völlig Banane. Es waren auch nicht 7. Wenn ich ehrlich bin, war es nur einer. Dieser Marc. Wir haben ein bisschen geboxt. Nur so. Eigentlich total fair. Und das Ding hier war nicht mehr als ein blöder Zufall. Die haben dich angerufen, stimmt's? Ingo, hör auf. Das war wirklich nur ein Ding zwischen Marc und mir. Eigentlich wollte ich es dir ja viel früher sagen, aber als ihr dann alle... Trotzdem. Was meinst du damit? Wenn das Wolf erfährt, wir können jetzt nicht mal zurück. Der hat doch schon alle heiß gemacht. Am besten, wir halten den Mund. Außerdem haben diese Brüder eine Abreibung verdient. So oder so. Spaß. Hm? 49 Mark. Martin, hast du mal einen Moment Zeit für mich? Ja.
Ach, du bist da. Hallo, Ingeborg. Hallo, Cordula. Ich bin nur kurz vorbeigekommen, um für Ingo ein neues Fahrradschloss zu kaufen. Ingo hat den Schlüssel verloren. Ich weiß auch nicht, was der Junge immer mit den Schlüsseln macht. Neulich war es der Hausschlüssel. Jetzt das Fahrradschloss. Aber das kennst du ja sicher von Oliver. Sag mal, Ingeborg, hat Ingo dir irgendwas erzählt, was die Jungs aus dem Dorf zu Olivers Schulwechsel meinen? Also viel hat er nicht gesagt, aber ich glaube, es beschäftigt ihn schon sehr. Ich meine, es ist für ihn gar nicht so leicht, gegen die anderen im Dorf zu Oliver zu stehen. Weißt du, ob die Jungs sich geprügelt haben? Wie kommst du denn auf Cordula? Na ja, Oliver, der hat heute früh so eine kleine Wunde am Mund und der wollte mir partout nicht sagen. Solche kleinen Kratzer haben die doch alle Nase lang. Das ist doch kein Grund zur Besorgnis. Trotzdem, ich weiß nicht. Ach, Karin, tun sich die Jungs immer mal. Hab ich früher auch gemacht. Soll ich euch mal meine Namen zeigen? Ach, Martin! Es wäre jedenfalls sehr schön, wenn du mir Bescheid gibst, falls du irgendwas von Ingo erfährst, ja? Cordula, wir können uns nicht ständig einmischen. Lass doch die Jungs mit ihren Schwierigkeiten alleine zurechtkommen. Ich mache mir eben Sorgen um Oliver. Ja, ja, das wirst du auch noch, wenn der Junge längst erwachsen ist. Cordula. Wir wollen doch nicht den Teufel an die Wand malen. Guck mal, der Oliver wird sich in seiner neuen Schule schon einleben. Ja. Und mit den Jungs im Dorf, da kommt auch wieder alles ins Lot. Wirst sehen. Ein Wort in Gottes Ohr. Ich glaube, Martin hat recht. Du musst dir wirklich nicht solche großen Sorgen machen, Cordula. Also dann, ich muss noch zum Fleischer. Heute gibt's frische Lammwürstchen. Mmh, lecker. Mach's gut, Ingeborg, und lass dich wieder mal sehen. Tschüss. Tschüss, Inge. Meinst du, dass wirklich alles wieder in Ordnung kommt? Ganz bestimmt. Und wenn nicht, dann zieh ich los und nehme mir Olivers Freunde mal einzeln zur Brust. Gott, Martin. Nein, das ist vielleicht eine Krücke. Zwilling, Zwilling. Ah, hier ist es. Nur noch ausdrucken. Zwilling, Gesundheit, Sie fühlen sich fit. Liebe, Sie werden heute jemand von einer ganz anderen Seite kennenlernen. Beruf, Ihnen wird heute eine einmalige Chance geboten. Greifen Sie zu. Da kommt mir eine Idee. Bist du etwa Zwilling? Ich nicht, aber Nadine. Da hätte ich auch von alleine raufkommen können. Worauf? Schon gut. Glaubst du etwa an Horoskope? Können Sterne lügen? Hey, echt scharfes Teil. Wo hast denn das abgestaubt? Was gibt's dich an? Hey, ich wollte nur noch mal sagen, dass ich dir nicht mit Absicht eins auf die Glocke gegeben habe. Okay? Dir wollte ich noch einen kleinen Tipp geben. Nur zu, wenn er kostenlos ist. Ich würde mich an deiner Stelle in nächster Zeit nicht im Dorf sehen lassen. Wie meinst du das? Ich meine nur, dass es im Dorf ein paar gibt, die was gegen dicke Lippen haben. Komm schon, raus damit. Warum sollte ich vorsichtig sein, hä? Wir erleben den Rekampf zwischen Marc und Olli. Er geht über 6 Schulstunden und wird gesponsert von der Brauerei Knülle Pilz. Lass den Mist. Unser Freund hier will mir drum. Wie findest du das? Ja, voll daneben. Komm schon, wiederhol noch mal, was du eben gesagt hast. Wisst was? Vergiss es einfach. Dem ist natürlich fast der Kiefer runtergefallen. Und das hast du echt gebracht? Typisch Katharina. Das Beste kommt ja noch. Als ich ihm dann gesagt habe, dass mein vollständiger Name Katharina Börner ist, da. Sag mal, kannst du ein bisschen voranmachen oder siehst du nicht, dass du hier überflüssig bist? Das ist doch mein Zimmer und wenn sich hier jemand verlaufen hat, ist das hier wohl Antje. Jetzt pass mal auf, du kleine unscheinbare dumme Gans. Wenn ich sage, dass du störst, dann interessiert mich das einen feuchten Kehricht. Habt ihr das gehört? Kaum hier und reißt die Klappe schon so weit auf. Das haben wir gern. Mir machst du keine Angst. Mir nicht, du möchtegern Prinzessin. Ach ja? Wer redet denn hier von Angst machen? Ich werde dafür sorgen, dass du deine Mama und deinen Papa anflehst, damit sie dich hier abholen. Da bin ich aber mal gespannt, wie du das anstellen willst. Zum Beispiel so. Hey!
Das ist erst der Anfang, wenn du nicht tust, was ich dir sage. Das Mittelalter und diese kleine Anmerkung erscheint mir im Rahmen unserer Beschäftigung mit den Karolingern durchaus angebracht, ist natürlich ein später hinzugefügtes Etikett. Kein Zeitgenosse Karls des Großen oder Barbarossas hätte jemals von sich selber sagen können, ich lebe jetzt im Mittelalter, so wie wir ja auch nicht wissen können, nach wem oder was unsere Epoche später einmal benannt werden wird. Vielleicht nach einem Tennisspieler oder einer Boygroup. Eher unwahrscheinlich, ihrer, aber theoretisch durchaus denkbar. Das Mittelalter jedenfalls, auch Medium Aevum genannt, ist eine zeitlich sehr vage Klammer. Oliver Schuster? Von welchem Medium war eben die Rede? Bitte? Dein Stichwort ist Medium und wir sind alle ganz Ohr. Medium, ja, das kann vieles bedeuten. Zum Beispiel, ja, Radio ist ein Medium oder manchmal steht das auch auf Getränken. Hübsch gestammelt, aber dennoch Unsinn. Es mag in euren Ohren jetzt vielleicht altmodisch klingen, aber Mitarbeit und Konzentration sind an diesem Institut hilfreicher als jede noch so wundersame Tarnkappe. Kann noch mal jemand für Oliver Schuster wiederholen, was ich eben über das Mittelalter gesagt habe? Alexandra? Nadine, komm, wir müssen zur Klassensprecherin. Gleich. Ich finde auch, dass die Sache mit dem Poster nicht okay war. Aber du hättest Katharina einfach nicht provozieren dürfen. Das kann sie auf den Tod nicht ausstehen. Du kannst mir ja mal deine Gebrauchsanweisung ausleihen. Wie mache ich mich bei der großen Katharina beliebt? 60 Tipps für 24 Stunden. Du solltest dich auf jeden Fall nicht weiter mit ihr anlegen. Wirst sehen, dann kann sie richtig nett sein, eine richtig klasse Freundin werden. Setzt euch mal. Ihr Lieben, ich weiß ja, dass bereits euer geheiligter Nachmittag begonnen hat. Aber wenn ihr ruhig seid, sind wir umso schneller fertig. Also, welche Vorschläge gibt es für das Amt des Klassensprechers? Man darf sich auch selber vorschlagen, aber das wisst ihr ja mittlerweile. Mach schon, Iris, dann sind wir schneller fertig. Iris, wolltest du was sagen? Ich schlage Katharina vor. Mal ganz was Neues. Ole, mach einen Vorschlag. Erster Vorschlag, Katharina. Ach, Katharina, du würdest es doch machen wollen? Ja, Tom, was gibt's? Ich möchte eine zweite Kandidatin vorschlagen, und zwar Nadine Steiner. Nadine? Würdest du es annehmen? Ja. Zweiter Vorschlag, Nadine Steiner. Man höre und staune, wir haben erstmals zwei Bewerberinnen.
Das wird dir noch leid tun. Hey, willst du noch eine kleine Nachschlage? Nein, danke. Hier steckst du also. Ich such dich schon überall. Wir waren noch verabredet. Schon vergessen? Nein, hab ich nicht. Wie sitzt du denn hier und spielst mit dem alten Strohhalm? Weil ich auf Oliver warte. War das nicht eben Oliver? Mhm. Hatte der Internatsfuzzi nicht dein Cap auf? Wie kommt er dazu? Ich weiß nicht. Ich habe sie Oliver geschenkt. Klarer Fall. Oliver hat die Seiten gewechselt. Meinst du? Hast du die Typen nun eben gesehen oder nicht? Ja, hab ich. Sah jedenfalls nicht so aus, als ob sie Oliver dazu zwingen mussten. Oliver und die Internatjungs sind dicke Kumpels. Du weißt, dass das ein Witz war? Was soll ein Witz gewesen sein? Toms Vorschlag natürlich. Unser Komiker hat sich einen Scherz mit dir erlaubt. Das war alles. Kannst die anderen fragen. Der will sich bloß schlapplachen, wenn du am Ende mit zwei, drei Stümpchen in der Ecke sitzt. Dann lach doch mit. Entschuldigt mich. An deiner Stelle würde ich mir das echt nicht antun und einen Rückzieher machen. Und wenn nicht? Wir haben in dieser Klasse noch nie zwei Kandidaten gebraucht. Und das wird auch so bleiben. Hörst du? Ich sehe das Problem nicht. Noch gibt's vielleicht doch keins. Also, was ist? Wirst du der Gavitz sagen, dass das mit deiner Kandidatur ein kleiner Irrtum war? Ich denk nicht daran. Wie du willst. Was suchst du denn? Katharinas Horoskop. Sag mal, handelst du neuerdings mit Horoskopen? Mist. Was ist denn los? Hör dir das mal an. Löwe, Beruf. Eine unerwartete Konkurrentin kreuzt ihre Bahn. Sie schlagen sie mit Leichtigkeit aus dem Feld. Klingt auch gut. Ja, zu gut. Sag mal, verrätst du mir endlich ein bisschen mehr oder muss ich erst in deinen Augen lesen? Also gut. Ich habe Nadine als Klassensprecherin vorgeschlagen. War das bei euch nicht sonst immer Katharina? Eben. Und als Wahlkampfgag wollte ich das tolle Horoskop von Nadine gegen das schlechte von Katharina stellen. Nach dem Motto, die Sterne lügen nicht? Und nun ist Katharinas Horoskop genauso gut. Eben. Naja, die Sterne stehen nun mal, wie sie stehen. Da lässt sich nichts dran rütteln. Aber die Deutung, die liegt in unserer Hand. Du meinst... Komm, das muss einen irren Spaß machen. Ich habe doch nie ein Horoskop erfunden. Welche Sternbild ist Katharina? Löwe. Löwe. Eine unerwartete Konkurrentin kreuzt ihre Bahn. Lassen Sie ihr unter allen Umständen den Vortritt. Da wird sich aber Katharina freuen, wenn sie das in ihrem Hausaufgabenheft findet. Oliver fährt nur noch mit den Internatsjungs rum und zeigt ihnen unsere besten Plätze. So bitter es auch ist. Der liebe Oliver hat die Seiten gewechselt. Das kann ich nicht glauben. Frag Ingo. Stimmt, ich hab's gesehen. Hätte ich nicht von ihm gedacht. Scheiß Internat. Und jetzt? Jedenfalls können wir uns das nicht bieten lassen. Verräter müssen bestraft werden, und zwar schnell. Aber falls du an Prügel oder sowas denkst, steig ich aus. Ganz ruhig. Man muss auch teilen können. Das besorgen nämlich andere für uns. Mein Plan ist eigentlich ganz einfach. Na, und wie willst du das machen? Also, ich werde mich mal um dieses Rad von diesem Mark aus dem Internat kümmern. Der Witz ist aber, dass der Verdacht auf Oliver fallen wird. Warum das? Weil dieser Hohlkopf, oh Wunder, Oliver Space Cat neben dem Fahrrad finden wird. Der Typ wird böse, nimmt sich ein oder zwei Kumpels mit und tappert direkt zu uns ins Dorf. Geil. Und wie kommen wir an Oliver Space Cap? Das müsstest du besorgen. Glaubst du, du schaffst das? Glaub schon. Sauber, dann hätten wir es ja. Nadine ist sowas von gemein und bösartig. Ich halte das jedenfalls nicht mehr länger aus. Also jetzt noch mal mit der Ruhe.
Seid ihr euch sicher, dass wir von ein und derselben Nadine Steiner sprechen? Was soll ich denn noch sagen? Nadine ist grundsätzlich gegen alles, was wir machen oder tun. Und wehe, sie bekommt nicht gleich ihren Willen. Das war schon immer so. Na, so lange ist sie ja noch nicht bei uns auf dem Internat. Da können Sie mal sehen, wie ich mit den Nerven schon runter bin. Iris wird das bestätigen. Ja, also es ist wirklich unerträglich mit Nadine. Und auf Katharina hat sie es besonders abgesehen. Da hören Sie es. Also was hat Nadine dir konkret getan, Katharina? Hier hing heute Morgen noch Nadines Pferdeposter. Als ich ganz nebenbei zu ihr sagte, dass mir das Poster sehr gut gefällt, da hat sie es einfach runtergerissen und mir um die Ohren gehauen. Nur weil es mir auch gefallen hat. Richtig Angst habe ich gehabt. War doch so, Nadine? Nichts, es war alles erstunken und erlogen und das weißt du ganz genau. Wie kann man nur so gemein sein? Gratulation. Großartige schauspielerische Leistung. Lächeln, lächeln, meine Liebe. Wieso? Wieso? Weil eine historische Wahl ansteht, die wir absolut profimäßig aufziehen müssen. Tom ist... Weißt schon, was du sagen willst. Keine Tricks, keine Schläge unter die Gürtellinie. Was ist das? Die wichtigsten Punkte unserer Taktik. Knüppelhart und doch irgendwie seriös. Sag mal, du bist doch ein Crack in Deutsch. Jetzt, wo du es sagst? Dann denk dir mal ein paar verschärfte Sprüche für unsere neue Klassensprecherin aus. So in Richtung höher, weiter, Steiner oder Nadine, ein Mädchen mit Perspektive. Kein Problem. Bis wann? In einer Stunde komme ich vorbei. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, gegen Katharina anzutreten. Was soll das denn jetzt? Hast du plötzlich Muffe? Quatsch. Wenn du es jetzt nicht machst, siehst du in einem halben Jahr aus wie Antje oder Iris. Ja, Katharina. Ach, wie lustig, Katharina. Du bist aber auch die größte Katharina. Aber ich überleg doch nur, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu voreilig war. Komm, enttäusch mich nicht. Ach, ich's vergesse. Hier ist noch was für dich. Was soll ich damit? Katharinas Horoskop. Lies mal, Rubrik Beruf. Eine unerwartete Konkurrentin kreuzt ihre Bahn. Lassen Sie ihr unter allen Umständen den Vortritt. Das kann mir nur Nadine untergeschoben haben. Aber das wird sie mir büßen, dieses kleine Biest. Wer solche Mittel nötig hat, die krieg ich. Ich hab da auch schon eine Idee. Danke, Nadine. Ist was? Naja, ich wollte mich für meinen kleinen Ausrutscher entschuldigen. Für mich? Der Hengst heißt Rie und würde bestimmt gut über dein Bett passen. Nadine, ich habe lange überlegt, warum ich bisher so unfreundlich zu dir gewesen bin. Inzwischen glaube ich einfach, dass wir uns so ähnlich sind. Findest du wirklich? Ja. Deswegen wollte ich dir auch einen Vorschlag machen. Als Klassensprecherin, das kannst du natürlich noch nicht wissen, hat man in diesem Haus fast nur Ärger. Deswegen hätte ich dich gerne als Stellvertreterin. Wir wären bestimmt ein klasse Team. Einverstanden? Alles ist relativ normal. Alles ist uns manchmal echt egal. Wenn Einstein hatte, nur eine 4 in Mathe. Und war später mal total genial. Alles ist Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen.